Also, liebe Teilnehmer, na gut, die noch übrig sind, wollen wir nicht versuchen, unsere Tagung so normal wie möglich voranschreiten zu lassen? Dieses Jahr trauen sich zum ersten Mal wieder Studenten hier auf dieser Bühne was vorzutragen und das erfreut uns sehr. Stefan und Daniel werden uns jetzt einen Klassiker der Showunterhaltung darbieten in Kind of Hans-Joachim Breil und Rolf Herricht, und zwar der Krimi. Hallo. Hallo? Hallo, Herr Breil. Mensch, Sie haben es aber eigentlich. Wohin denn so schnell? Entschuldigen Sie vielmals, ich habe Sie wirklich nicht gesehen, aber ich habe es nämlich eilig, ich will ins Kino gehen. Ach, ins Kino. Sie gehen ins Kino? Ja, ich gehe ins Kino. Das ist ja interessant. Gehen Sie gerne ins Kino? Ja, kann man so sagen. Sie nicht? Ich meine, gehen Sie nicht gerne ins Kino? Oh ja, natürlich gehe ich gerne ins Kino, aber ich gehe nicht oft, ich gehe nur gern. Und was haben Sie das letzte Mal gesehen? Also ich meine, war es interessant gewesen? Interessant? Nein, es war direkt aufregend. Aufregend? Wieso? Ja, ich habe meine Kinokarte zu Hause vergessen. Typisch Herricht, würde ich sagen. Jedenfalls, ich bin ein passionierter Kinogänger, ich gehe sehr gerne. Ich gehe nämlich in einen Kriminalfilm. Ach, Krimis, nein, also in Krimis, da gehe ich prinzipiell nicht. Prinzipiell nicht? Naja, da ist die Handlung ist immer so kompliziert. Die Handlung ist kompliziert, aber ich bitte Sie, heutzutage liebt doch jeder Krimis, jeder Mensch mag Krimis, das gehört eigentlich fast zur Allgemeinbildung. Ach, das mag ja sein, Herr Breil, aber trotzdem verstehe ich Krimis nun mal immer so schlecht. Sie verstehen Krimis schlecht? Das höre ich aber zum ersten Mal. Naja, Herr Breil, es gibt ja immer ein erstes Mal, das sollten Sie ja wissen. Jedenfalls, also wie gesagt, ich sehe da halt immer nicht so durch bei diesen Krimis und dann weiß ich immer nicht, ist nun der Mörder oder ist der Mörder oder am Ende doch der da in der letzten Reihe und naja, und Herr Breil, aber Moment mal, Sie sagten doch, gehen Sie in ein Krimi? Ich gehe jetzt in ein Krimi, richtig? Ach, Herr Breil, das ist doch die Idee, da komme ich doch glatt mit. Sie wollen was? Ja, na klar, ich komme mit und ich sehe mir auch den Film an und Sie erklären mir dann alles. Dann weiß ich doch, ob nun der oder der Mörder ist oder am Ende doch der dahin. Nein, außerdem kriegen Sie eh keine Karte mehr. Ach, na, eine Karte wird man doch wohl noch bekommen. Wetten, dass Sie keine Karte mehr bekommen? Aber ich kann es doch versuchen. Sie können es gern versuchen, aber ohne mich. Ich muss jetzt los. Ich möchte den Anfang nämlich nicht verpassen. Der Anfang ist nämlich das Wichtigste beim Krimi. Ach was, wirklich? Ja, gerade beim Edgar Wallace. Bei wem? Bei einem Edgar Wallace. Zum Beispiel, ja, kennen Sie denn keinen Edgar Wallace? Nein, ich kenne keine Filmschauspieler. Das ist doch kein Schauspieler, das ist ein Schriftsteller. Ach, und der spricht undeutlich? Nein, der schreibt. Ach, der schreibt undeutlich? Der schreibt Blödsinn! Ach, der schreibt Blödsinn, aber nein. Warum ist er denn dann berühmt? Das ist ein Engländer. Ah, ich verstehe, und mit dem gehen Sie zusammen ins Kino? Nein, ein Edgar Wallace erwartet mich im Kino. Ach, der ist schon dort und wartet. Niemand ist im Kino und wartet auf mich. Mensch, muss ich Ihnen das denn erklären? Edgar Wallace ist ein Kriminalautor. Der hat Kriminalromane geschrieben. Kennen Sie den Hexer zum Beispiel? Nein, den nicht. Den Zinker. Ach, Sie meinen sicher Klinker. Ja, der Bruno Klinker, den kenne ich. Der wohnt hier zwei Häuser weit. Ich meine Zinker, wenn ich Zinker sage und nicht Bruno Klinker. Ja, ist ja gut, ich kenne den Bruno auch nur ganz flüchtig. Aber also ihren Wallace, den... Wallace. Ja, wie auch immer, also den kenne ich nicht. Und den Hexer und den Zinker, den kenne ich auch nicht. Aber also mit diesen dreien gehen Sie jetzt ins Kino? Ich habe schon mal gesagt, ich gehe mit niemandem ins Kino. Ach, das ist doch prima, dann haben Sie doch noch drei Karten frei, da können Sie mir doch eine abgeben. Ich habe keine einzige Karte frei, ich habe nur eine Karte. Ich gehe prinzipiell allein ins Kino, weil ich dort meine Ruhe haben möchte. Ach, na guck an. Ja, ein Krimi, da braucht man vor allen Dingen Ruhe, weil die Handlung so kompliziert ist. Naja, sag ich doch. Eben. Deswegen muss ich dort alleine hingehen. Überlegen Sie sich doch zum Beispiel den Film, den ich sehen möchte. Der heißt nämlich Herr mit dem Zaster. Wie bitte? Herr mit dem Zaster. Oh ja, Donnerwetter, das klingt ja schon spannend. Der ist auch wirklich spannend. Es geht darin um viel Geld, um eine Bank und eine schöne Frau. Ah, die Frau ist dann die den LKW fährt. Welchen LKW? Na, haben Sie nicht gesagt, Herr mit dem Laster? Ich sagte Herr mit dem Zaster und nicht Laster. Zaster, das ist Jargon.
Jargon, wer ist denn das? Jargon heißt das. Also, das kenne ich nicht. Wer ist denn das? Jargon. In den englischen Krimis, da sprechen doch die Verbrecher eine ganz besondere Sprache, nämlich? Englisch. Nein, die sprechen Jargon. Ach, Jargon. Meinen Sie nicht Shalom und Sie verwechseln da was? Ich meine Jargon. Also muss ich Ihnen jetzt auch noch Verbrecherjargon erklären? Naja, das wäre auf jeden Fall nett und ich denke, Sie kennen sich da sicher mit aus. Was soll denn das heißen? Also Jargon folgendes. Sagen Sie denn zum Beispiel, ja, zu Geld. Sagen Sie da immer Geld. Wie meinen Sie? Na, zum Beispiel, wenn Sie Gehalt bekommen, also Geld. Was sagen Sie da? Da sage ich, also Donnerwetter, das ist aber wieder wenig. Oh nein! Wenn zum Beispiel, ja, wenn Sie Ihr Gehalt bekommen, wie, dann, was kann man dazu sagen? Ja, kennen Sie den Ausdruck Lappen zum Beispiel? Ja, ja, klar, Lappen kenne ich. Und wo benutzt man das? Naja, vorwiegend in Lappland. Nicht doch. Wenn ich jetzt zu Ihnen sage, ich habe Zorn in der Hose. Was? Ja, Zorn in der Hose. Oh, Herr Breyer, was Sie so alles in Ihrer Hose haben. Kennen Sie den Ausdruck Zorn in der Hose nicht? Das heißt volle Brieftasche. Ach, das heißt volle Brieftasche. Volle Brieftasche. Wie war das? Zorn in der Hose. Oh nein. Und das ist Jargon? Ja, das ist Jargon. Ah, das ist ja nicht zu glauben. Ja. Und so sprechen die Verbrecher? So sprechen die Verbrecher in den Krimis, genau. In Krimi, ja. Wenn Sie es mir nicht glauben, ich habe hier eine Filmzeitschrift und da steht alles drin, was Sie über den Inhalt des Krimis wissen müssen. Mhm. Moment. Oh. Da lesen Sie. Was steht da? Lesen? Ja, ich? Lesen Sie los. Nichts. Was steht da? Nichts. So weiter. Nichts konnte Eddie davon abhalten, in dieser Nacht seinen Plan auszuführen. Enge Gassen, Nebel. Oh, das ist ja gruselig, ist das. Ein Krimi muss gruselig anfangen. Ach, ein Krimi muss gruselig anfangen. Lesen Sie weiter. An der nächsten Ecke passiert nämlich schon ein Überfall. Ein Überfall? Das wird ja immer gruseliger. Ja, und wer ist an diesem Überfall beteiligt? Ein Überfallkommando. Nicht doch. Das ist ein Überfall auf eine Bank. Eine Bank? Ja, eine ganz besondere Bank. Eine ganz besondere Bank? Nämlich eine? Eine Eckbank? Nein, nicht doch. Eine ganz besondere Bank. Ja, was weiß ich denn? Kennen Sie denn keine Bank? Natürlich kenne ich Bänke. Nicht Bänke, Banken. Die Einzahl heißt Bank, die Mehrzahl heißt? Bänke? Nein, Banken! Im Gegensatz zu Schrank, da heißt die Mehrzahl? Schranken. Nein, Schränke, aber ich weise Sie in die? Schränke? Ach, machen Sie mich doch nicht verrückt hier! Ach, Herr Breyer, also jetzt beruhigen Sie sich doch mal. Ich meine, das mit dem Jargon, das habe ich ja jetzt so einigermaßen, aber wie ist denn das jetzt mit diesem Krimi? Wollen wir es nicht so machen wie immer? Sie erklären mir das anhand eines praktischen Beispiels? Eine Szene spielen? Ja, eine Szene spielen. Wir spielen hier jetzt Krimi und dann verstehe ich das. Wie bitte? Naja, na klar, Sie machen hier diesen Eddie aus dieser Filmzeitschrift. Okay, aber wenn, dann machen wir das von vorne, damit Sie es auch wirklich verstehen, ja? Okay, also von vorne. Ganz einfach, also wir nehmen jetzt mal diesen Tisch hier. Ja, ja. Und das ist jetzt eine Bank. Ah, das ist ein Ding, also der Tisch ist jetzt eine Bank. Ja, dieser Tisch hier ist jetzt die Bank. Ah, und dann komme ich an und sage, Verzeihung, ist hier noch ein Plätzchen frei? Na, natürlich nicht, das ist doch keine Sitzbank. Das ist ein Schalter von einer Bank. Ah. Und ich stehe jetzt hier dahinter und ich bin der Haupt... Schalter? Ich bin der Hauptkassierer. Ah, Hauptkassierer, ich verstehe. Ja, und Sie kommen jetzt hier rein. Ich komme rein und dann kassiere ich. Na, natürlich nicht, Sie sind die Kundschaft. Ach, das hätten Sie doch gleich sagen können. Also ich bin hier der Kassierer und Sie kommen rein, bitteschön. Okay, also ich Kundschaft und ich komme jetzt rein. Okay. Hallo? Hallo, was machen Sie denn da? Ich kundschafte. Kommen Sie rein, hören Sie auf mit dem Blödsinn. Kommen Sie jetzt gefälligst rein hier, die Bank ist offen. Okay, also. Haben Sie jetzt einen Drehwurm? Naja, die Drehtür hat ganz schön viel Schwung. Ja. Schönen guten Tag, der Herr. Guten Tag, Herr Hauptmann. Kassierer. Ach, Hauptkassierer, ja. Guten Tag, Sie wünschen? Ja, ich wünsche. Ja. Was wollen Sie jetzt? Sie müssen Geld abheben. Ah, ich muss Geld abgeben. Nicht Geld abgeben. Ich bin die Bank, ich habe das Geld, Sie sind die Kundschaft und holen sich das Geld. Zum Beispiel, Sie haben so einen Zettel ausgefüllt und daraufhin gebe ich Ihnen jetzt 40 Euro. Ah, Sie geben mir jetzt 40 Euro? Ja, ich gebe Ihnen 40 Euro. Und wir machen das ganz original.
Ich habe hier mein Portemonnaie. Ah, da ist auch die Kinokarte. Das interessiert jetzt natürlich nicht. Also ich habe hier 40 Euro und Sie kriegen jetzt von mir hier das Geld. Bitteschön. So, was ist das jetzt? Also das ist Betrug. Wieso? Na, weil ich laut Formular habe ich 40 Euro abgeschoben. Das ist doch nur gespielt, dann hier halt 40 Euro fertig. Was ist das nun? Also das sind zwei 20-Euro-Scheine. Das ist ein ganz normaler Vorgang auf einer Bank. Ah, das ist also ein Vorgang auf einer Bank. Und haben die das jetzt verstanden? Ja, ich fürchte nicht. Ja, dann kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen. Naja, aber wenn wir das jetzt nochmal machen... Nein, wir machen das anders. Geben Sie das Geld her und wir spielen jetzt mit dem Geld, spielen wir jetzt den Krimi nach, einen Überfall. Ah, ich verstehe. Also jetzt kommt dieses Ding aus dieser Filmzeitschrift, der Krimi, die Szene. Genau, okay. Wir machen das so, wir wechseln mal, ich würde sagen, Sie spielen jetzt mal den Angestellten hier, den Haupt... Kassierer? Genau, den Hauptkassierer. Und ich bin der Ganove. Ah, na endlich mal eine passende Rolle für Sie. Ich spiele also jetzt den Eddie. Und ich komme an, ganz unauffällig. Hallo, Eddie. Hier bin ich. Kuckuck. Ich schleiche mich an. Das heißt, Sie dürfen mich nicht bemerken. Ach so, dann kommen Sie lieber gleich nochmal. Also nochmal, ganz unauffällig, okay, dass Sie mich auch ja nicht bemerken. Genau, ich bemerke nichts. Ich komme, Sie kriegen nichts mit. Ich bekomme nichts mit. Und jetzt bin ich da. Und ich bekomme nichts mit. Natürlich bekommen die jetzt was mit, ich stehe doch jetzt vor Ihnen. Ach so, okay, ja, jetzt bemerke ich was. So, und was? Nein, was Bemerkenswertes? Ja, was bemerken Sie jetzt? Was ist das? Eine Pfeife? Das ist jetzt eine Pistole. Ich nehme doch die Pfeife nur dazu, nicht? Und ich zeige jetzt auf Sie. Und was will ich jetzt von Ihnen? Feuer. Ich bin der Eddie aus dem Film. Mhm. Und was möchte der Eddie? Was ist der Eddie? Weiß ich nicht. Feuerzeug? Also nochmal. Ich bin der Ganove, ich bin Eddie. Und was möchte der Eddie? Nee, was will der Eddie? Was ist der Eddie? Der ist ein... Naja, eine Pfeife? Nochmal. Wir fangen an, ja? Ich bin der Eddie, der Ganove. Das ist die Pistole. Und nun möchte ich von Ihnen das Geld haben. Alter, das Geld? Na, dann nehmen Sie sich's doch. Ich meine, das ist doch Ihr Geld. Das kann doch nicht sein. Wir machen das mit dem Jargon nochmal, nicht? Raus mit den Mäusen! Also, wenn Sie Mäuse wollen, dann versuchen Sie es mal da die Treppe runter, dann rechts und dann... Herr mit den Piepen! Ach, das ist ja zum Piepen, was Sie hier alles wollen. Dann eben so, Hands up! Verzeihung, wo ist was ab? Hands up, das ist Englisch und heißt Hände hoch, ich bedrohe Sie. Aha. Ja. Sie müssen mir jetzt das Geld geben. Na, ich sag doch, hier liegt... Oh, schön. Ich glaube, Sie haben es nicht verstanden. Wir können das Ganze auch sein lassen. Es hat keinen Sinn mit Ihnen. Naja, ich sag doch, ich verstehe Krimis immer so schlecht. Hab ich doch gesagt. Ah, na, ich hab noch eine Idee. Also, vielleicht können Sie mir ja doch helfen. Und wie? Naja, wenn wir mal die Rollen tauschen. Die Rollen tauschen? Ja, darf ich mal Ihre Pfeife rauchen? Wenn Sie wollen, dann haben natürlich. Ja, haben. So, sagen Sie, Herr Preil, wann ging dieser Kinofilm los? Es ist doch vollkommen egal. Wir wollen jetzt diese Szene spielen. Also, ja, Beeilung. Genau. Lassen Sie das mal meine Sorge sein. Also, ich bin jetzt der... Gut so? Ja, gut so. Okay. Weiter. Donnerwetter, ist das ja eine... Unauffällig! Eine unauffällige Bank. Ich darf Sie nicht bemerken. Ja, haben Sie hier was zu bemerken? Wenn nicht, dann erstmal Hände ab und zu mal hoch. Oder wie dieser englische Gangster sagt. Ja, das ist schon besser. Und jetzt halten Sie Ihren Jargon, sonst hören Sie die Mäuse piepen. Ja, hier, bitteschön, das Geld können Sie haben. Na, ich will das Geld nicht, ich will die Brieftasche. Wie, auch noch die Brieftasche? Genau, die Brieftasche. Mensch, ich habe jetzt eine Wut in der Jacke. In der Hose. Das ist jetzt Jacke wie Hose. Her mit der Brieftasche. Okay, dann nehmen Sie halt auch noch die Brieftasche. Können Sie alles haben, was Sie wollen. Hauptsache, Sie lassen mich am Leben. Ja, Ihr Leben können Sie behalten. Ich will nur die Kinokarte. Was? Halt, stehen geblieben! Stefan und Daniel, vielen Dank alias Rolf Herricht und Hans-Joachim Breil. Das Geld hättest du auch hier lassen können. Und wir danken euch mit einem dreifach kräftigen AK. Ja. AK. Ja. AK. Ja.